Hallo und herzlich willkommen hier zur Geheimachse Tunguska. Es geht wieder weiter. Jo, und wir sind ja hier im Moment dran, diese Heilanstalt zu erkunden hier. Ne? Wir haben schon mit der Schwester hier geredet, die hier schmissig einen Tanz hinlegt, weil ja ihr Ederfahrt ist und putzen tut sie hier. Ne? Will ja Bürgermeister werden und will nur mit ihrer Figur punkten. Aber allein mit der Figur punkten ist einfach nicht, ne? Das muss ich schon mal sagen, weil für ein Politprogramm sagt sie ja, das liest ja eh keiner, aber es stimmt gar nicht. Also es lesen schon genug Leute. Und naja, gut, bei den Männern kann sie ja mit ihrer Figur punkten, ne? So, Durchgang, können wir da hin, oder? Zutritt nur für Personal. Wo steht es? Wer hat es gesagt hier? Okay, war mir schon klar. So, hier können wir auch noch durchgehen. Okay, da versucht er mein Kartenhäusel zu bauen. Schau an, hier, Plüschtiere. Ach, da steht da der Plattenspieler, das Grammophon. Eine Brille. Patient. Kopierer. Okay, da ist bestimmt der Toner leer. Plüschtiere, Teddy. Plüschtiere, Liste. Wir schauen uns erstmal den Plattenspieler an. Die neueste von Toktik produzierte Scheibe liegt drauf. Coole Nummer. Toktik? Mhm. Leinwand, ja, da hat jemand sie ja an der Wand gemalt. Der Pförtner scheint diesen Raum als Zwischenlager für seine Gemälde zu nutzen. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Ja, gut, natürlich auch wieder so ein schönes Motiv, ne, wie immer. Brille. Die dürfte etwa 4 bis 5 Dioptrien haben. Der Besitzer müsste demnach ohne diese Brille überall gegenlaufen. Naja, tue ich auch nicht. Also ich habe auch auf einem Auge mindestens so 4,5 Dioptrien. Und auf dem anderen so 3,5. Ja, das ist schon ein Haufen Zeug. Können wir die mitnehmen? Hallo, Nina, du stehst im Weg. Können wir die mitnehmen? Ja, die können wir mitnehmen. Das interessiert niemand. Da haben wir noch das Grammophon. Unsere Latino-Schönheit würde sich wohl nicht besonders freuen, wenn ich ihr einfach die Musik abdrehe. Daher habe ich eine Idee. Wir müssen wahrscheinlich Krach machen, dass die dann daher gestört wird oder so. Ich weiß es nicht. Weil die dann vielleicht hinaus zum Arbeiter rennt und sagt, ob er nicht leise sein kann. Ne? Kartenhaus. Hübsch. Da steckt bestimmt eine Menge Arbeit drin. Habe ich früher auch immer, wenn mir langweilig war, als Kind in der Wirtschaft gemacht. Da haben wir dann immer ein Kartenhaus gebaut, so viel wie halt mal Karten hatten. Und wie es stürzte ein, ne? Ja. Teddy und Plüschtiere. Der ist so süß. Ja, wie ist der denn süß? Oh. Nehmen wir mit. Um da hinzukommen, müsste ich durch das Kartenhaus durch. Und dann wird es hier wohl ein Gemetzel geben. Okay. Wir gucken mal, sind hier irgendwelche scharfen Gegenstände in der Nähe? Plüschtiere. Knuffig, putzig, schnuckelig und zum Knuddeln. Gut, wir gucken ihn mal an. Er macht mit seinem Teddybärenhemd einen merkwürdigen Eindruck. Ich weiß nicht warum, aber er macht mir echt Angst. Ach, der ist doch ganz brav, aber guck mal, der hat sich hier schon Verletzungen zugefügt. Da will ich jetzt eigentlich mal nicht näher drauf eingehen. Ja, Kopierer. Ein Kopiergerät. Okay, aber da kommen wir auch nicht vorbei, oder? Um da hinzukommen, müsste ich durch das Ja, ja, bla bla bla, danke. So, können wir denn mal reden oder... Ja, komm, nehmen wir, tun wir erstmal hier. Ich lass den Typen mal lieber machen. Solange er beschäftigt ist, kommt er wenigstens nicht auf dumme Gedanken. Wie etwa der armen kleinen Nina ein Ohr abzubeißen. Ach komm, der beißt schon nicht. Dann gibt man einen Maulkorb. Wir können auch mal richtig mit der Gabel zustechen. Naja, das wäre dann vielleicht Martin, wenn wir falsch treffen, ne? Gut, Patient, reden. Hallo, hübsches Kartenhaus bauen Sie da. Ja, und jetzt Ruhe, sonst fällt das Ding wieder zusammen. Mhm. Oh, da können wir jede Menge reden. So, reden wir mal über die Anstalt. Diese Anstalt macht einen etwas, nun ja, seltsamen Eindruck. War das schon immer so? Können Sie mir ein bisschen was erzählen? Vielleicht ist Ihnen was Besonderes aufgefallen. Klar kann ich, aber ich will nicht. Sonst geht es mir wie... Ach, egal. Nein, ganz und gar nicht egal. Sonst ergeht es Ihnen wie wem? Wie es Leuten halt so geht, die zu viele Fragen stellen. Selbst Patienten werden hier eingeschüchtert. Das ist ja ganz schlimm. So, ich müsste mal was kopieren, ne? Den Kopierer kann ich nicht zufällig mal kurz benutzen, oder? Doch, klar. Zerstören Sie mein Kartenhaus. Nehmen Sie mir meinen Ruhm, meinen Stolz, den letzten Rest meiner Selbstachtung. Das Fünkchen Hoffnung in meinem tristen Alltag. Das bisschen. Ja, schon gut. Ich werde einfach warten, bis Sie fertig sind.
Ja, da muss es doch stehen bleiben. Das geht mal gar nicht. Ja, wir könnten einen Deal eingehen. Ich helfe ihm dann wieder beim Aufbauen. So, Nicole Charles-Roy, diese Klinikleitung. Nicole Charles-Roy, die ist doch hier die Anstaltsleiterin, oder? Ist sie hier? Keine Angst. Nein, ich glaube nicht. Puh, jagen Sie mir nicht nochmal so einen Schrecken ein. Haben Sie Angst vor ihr? Ich? Nein, natürlich nicht. She hatte auch nie Angst. She? Andererseits, She hatte es auch nie mit psychopathischen Wissenschaftlern zu tun. Was meinen Sie damit? Oh, nichts. Gar nichts. Eigentlich sieht das Haus viel zu perfekt aus. So könnte es normalerweise gar nicht... Ja, so könnte man es gar nicht hinkriegen. Da müsste schon ein bisschen mehr... da ein bisschen mehr von der unteren Karte da rausgucken und so. Und eigentlich ist es viel zu flach gebaut. Müsste ein bisschen steiler eigentlich sein. Aber ja gut, es ist... es ist jetzt auch wieder so eine Sache. Ich sehe es bei mir auf dem Bildschirm ein bisschen in die Länge gezerrt hier, ne? Bei euch ist es ein bisschen besser. So, Kartenhaus. Sie sehen ein bisschen verbissen aus. Kriegen Sie Geld für dieses Kartenhaus? Geld? Nein, kein Geld. Aber Ruhm. Ich werde es meinen Vorfahren gleich tun und in die Geschichte eingehen. Als Kartenhausbauer? Ja, auch She hat mal so angefangen. She? Che Guevara? Nein, Chevrolet. Schon gut, hab's verstanden. Ich gehe ja schon. Oh okay. Gott. Ich muss mich sowieso beeilen, bevor das Erdbeben wieder einsetzt. Erdbeben? Ja, jeden Mittag. Kurz bevor ich das höchste Kartenhaus der Welt vollendet habe, kommt ein Erdbeben und macht alles wieder kaputt. Aber dieses Mal werde ich es schaffen. Das höchste Haus Kartenhaus der Welt. Glaubt, der Rekord ist nicht in Gefahr. Und es kommt ja mal ein Erdbeben. Das hat mit irgendwas hier zu tun, wo es dann rumort, aber ich weiß ja nicht. Ich glaube nicht, dass es ein geologisches Erdbeben ist, oder? Kann schon sein, aber ja. Ich kann mal tschüss, ne? Passen Sie auf, dass Ihr Kartenhaus nicht zusammenbricht. Ja, passen Sie auf, dass mein Kartenhaus nicht zusammenbricht. Okay, also wir werden hier wahrscheinlich gar nicht durchkommen. Zumindest wüsste ich noch nicht, wie. Warum haben wir eigentlich eine Zwiebel? Können wir die dem anbieten? Nö. Da können wir irgendwas mit dem Patienten machen. Ich weiß es ja nicht. Ein bisschen pieksen oder... Könnten wir mal aufs Kartenhaus gucken, dass wir da... Hübsch. Da steckt bestimmt... Ja, nee, das wollte ich gerade gar nicht. Gut, also wir kommen hier nicht weiter, ne? Um da hinzukommen... Ja. Wir müssen hier, oder wir müssen erstmal das Erdbeben machen und dann wird der uns hier schon durchlassen. Gut, also dann haben wir hier drin alles gesehen, was wir sehen wollten oder machen können. Gehen wir raus. Weiß nicht, ob der Pförtner uns noch was sagen kann. So, wir müssen wieder hier hinter gehen und ich glaube, jetzt machen wir mal das in der Küche. So, da gucke ich mal, ob ich da... Holz in Herd tun kann. Yo. Ich werde die Scheite mal so aufstellen, wie ich das bei den Pfadfindern gelernt hätte, wenn ich bei den Pfadfindern gewesen wäre. Witzig. Ja, oh gut, dann können wir die Zeitung da noch reinschmeißen, dieses Brennmittel. Ich wusste doch, dass einem solche Psychozeitschriften in vielen Lebenslagen helfen können. Ja, so eine Rhetorikzeitschrift ist ja eh furzlangweilig. Wir bräuchten noch Streichhölzer, oder? Das ist das Problem, wir haben keine Streichhölzer. Was haben wir denn hier? Zwiebel. Anmachen, wie mache ich das jetzt an? Eine relativ kleine Koch... Wir brauchen irgendwoher Streichhölzer. Kann ich hier noch irgendwas machen an dem Geschirr? Okay, Regal. Regal. Also, ja, wir kriegen das Feuer nicht an. Vielleicht können wir jetzt irgendwo Feuer leihen. Oder wir müssen vielleicht mal mit der Tür was versuchen. So, ich frag dir nochmal. Na, schwer am Schuften? Tja, wer viel arbeitet, der darf auch mal Pause machen. Es sei Ihnen gegönnt. Das hast du eh schon gesagt, so. Pause, okay. Sagt Ihnen der Name Nicole Charles-Roy was?
Nicht wirklich. Sie ist wohl die Chefin hier. Die müssten Sie doch eigentlich kennen. Ach, die? Oh Gott, bleiben Sie mir bloß weg mit der. So schlimm? Schlimmer. Sieht ja ganz nett aus, ist aber irgendwas zwischen Ekelpaket und Hausdrachen. Okay. Charmant. Sie haben mich gefragt, soll ich etwa lügen? Nö. Haben Sie sie näher kennengelernt? Glauben Sie mir, es gibt nur wenige Sachen, an denen ich noch weniger Interesse habe. Gut, okay, Pause. Ihre Pause, die... Die gönnen Sie mir wohl nicht, was? Doch. Doch, klar. Wie mein Rauch als Zahn... Nö. So, okay, die alte, ja. Aber wir brauchen noch streichende Hölzer. Dann genießen Sie Ihre Pause. So. Das können wir nicht abbrechen, weil das ja eh nichts bringt. So, da können wir nichts machen mit der alten Wäsche. Da auch nicht. Können wir der Tür irgendwas anstellen? Vielleicht hier mit der Gabel? Nee, oder... ein Gewicht dagegen schmeißen oder eine Wurstzange. Nee, das ist alles Käse hier. Wozu brauche ich die Brille? Oder haben wir vielleicht jetzt ein Motiv für den Maler? Oder können wir mit dem auch nochmal reden? Ich muss mal gucken. Tor. So, ich rede nochmal mit dem. Ja, schneller laufen geht gerade nicht. Hallo, was macht die Muse? Das, was alle Frauen machen. Sich Zeit lassen. Puh. Okay, jetzt haben wir hier. Wir fragen erstmal über die Nicole hier. Diese Anstaltsleiterin, wie ist die eigentlich so? Frau Charleroi? Keine Ahnung, ich habe mit ihr keinen Kontakt. Sie grüßt mich freundlich, wenn sie morgens kommt. Abends sehe ich sie meistens nicht, da sie wohl oft sehr lange in der Anstalt bleibt. Keine Besonderheiten? Wie gesagt, ich bekomme sie so gut wie nie zu Gesicht. Okay, der sagt ja gut von ihr und der da hinten hat gesagt, ja, Ekelpaket und so weiter. Ja, du könntest doch vielleicht mal Schwester Sabrina malen, oder? Schwester Sabrina, was halten Sie von ihr? Ach so, wenn da. Ich Ihnen das sage, werden Sie mich als Sexisten beschimpfen. Ja, Ihre Vorzüge sind offensichtlich sehr offensichtlich. Und sonst? Sonst kenne ich Sie leider nicht näher. Frauen Ihres Kalibers geben sich nicht mit durchschnittlich aussehenden Pförtnern ab. Sie müssen sie einfach von ihren Qualitäten überzeugen. Die da wären? Ja, also... Ja, vielen Dank für das Gespräch. Ja, wir kennen ihn ja nicht, ne? Aber der wird sich ja gern auch mal von ihrer Temperatur rektal messen lassen, oder? Ja, oder verarzten. Ja, mal doch ein Porträt von Sabrina. Könnten Sie vielleicht ein Porträt von Schwester Sabrina malen? Ja, ich denke schon. Moment, mir ist das Schwarz ausgegangen. Ohne Schwarz geht es natürlich nicht. Okay, ich werde dafür sorgen. Wie lange brauchen Sie dann? Oh, vermutlich einen halben Tag. Sie haben 30 Minuten. Schneller als 3 Stunden geht es auf keinen Fall. Ja. Abgemacht. Ich gebe Ihnen 1 Stunde. Kein Wunder, dass die alten Meister bis heute unerreicht sind, wenn die Künstler ständig gehetzt werden. Ach ja, noch etwas. Von hier aus kann ich Schwester Sabrina nur schlecht erkennen. Sie bewegt sich so unglaublich unmutig. Vor allem aber unglaublich schnell. Wenn sie etwas länger an einer Stelle stehen bleiben würde. Ich werde mal sehen, ob ich den Bewegungsdrang der Dame zumindest zeitweilig etwas zügeln kann. Ja, wir binden sie fest hier. Ja, wir müssen ja einfach die Musik abdrehen. Ja, was war noch? Ja, er war doch Schnellzeichner. Also hat 30 Minuten gebraucht. Also kann er das doch jetzt wohl auch noch hinbringen. Oder hat es jetzt schon verlernt, weil er jetzt sich immer Zeit gelassen hat. Und jetzt müssen wir irgendwie schwarz herstellen. Wie soll man denn eben schwarze Farbe herstellen? Ja, mal schauen. Können Sie dann mal anfangen mit dem Porträt? Wie gesagt, ich kann Schwester Sabrina nur dann malen, wenn ich sowohl schwarze Farbe habe, als auch ein Motiv, das nicht ständig in der Gegend rumspringt. Ja, ist klar. So. Ich lasse Sie jetzt mal wieder mit Ihrer Muse allein. Danke. Ich warte immer noch auf den Kuss. Von mir, oder? Ja, der alte, ja. Der alte Saubär hier, ne? Gutski, wir müssen auf jeden Fall schauen, dass die nicht ständig hier rumläuft. Die Frage ist jetzt, wo kriegt man schwarze Farbe her und wo kriegt man Streichhölzer her oder so. Wir müssen den Ofen einschalten hier. Da drin war doch, glaube ich, nichts mehr, oder? Aber warte mal, vielleicht Toner am Kopierer, der kommt jetzt die Idee, aber... Ich weiß halt noch nicht, wann... Können wir mit dem nochmal reden?
Was macht der Rekordversuch? Ich werde es schaffen. Bla. Bringt nichts, da redet das weiter. So, aber die Platte können wir nicht einfach wegnehmen. Unsere Latino-Schönheit. Ja. Können wir da irgendwas mit dem Plattenspieler machen? Unsere Latino-Schönheit würde sich. Ich kann da ein Gewicht draufpacken. Okay. Das war doch ja eindeutig. Warte mal, können wir vielleicht irgendwie. Ja, ich versuche mich doch hier an den Ecken zu klammern. Können wir mit der irgendwas machen? Irgendwie festmachen hier. Oder wir nochmal mit ihr reden? Hallo. Wollen Sie nicht auch meiner Partei beitreten? Nee. Oder sich für mein rhythmisches Putzen anmelden? Nee, danke. Ich brauche noch etwas Bedenkzeit. Okay, sagen Sie dann einfach Bescheid. Okay, das hat nichts gebracht. Kann ich mir da nochmal Zeitung nehmen? Eine von diesen Zeitschriften sollte für den Rest des Lebens reichen. Okay, das geht nicht mehr, alles klar. Brewster. Kann man dem Brewster was machen? Ich weiß, ich probiere jetzt wieder alles Mögliche durch, aber es ist bei solchen Spielen so. Entweder weiß es halt oder mal. Ja. Durchgang. Gut, also hier kommen wir nicht weiter. Gut, dann wollte ich ja hinten an der Tür probieren. Ob wir da was machen können. Mit der Gabel geht nichts. Da geht auch nichts. Eine Sonnenbrille anbieten. Okay, warte mal. Wir können. Das Ding hat allen möglichen Schnickschnack. Man kann damit. Ja, gut. Können wir irgendjemand Max weiß, was zu tun ist. Und bei meiner Aufgabe wird er mir über die Distanz auch nicht großartig helfen können. Okay. Können wir irgendwie was. Hätte ja sein können, dass wir irgendjemand anrufen können. Ja, ich bin hier jetzt ein bisschen fest. Warte mal, wir können aber auch mal auf Max wechseln, ob der noch was hat. Dieser Morangi muss hier irgendwo in der Nähe wohnen, wenn er noch lebt. Hoffentlich können mir die Einheimischen weiterhelfen. Ah ja, gut, wir können hier mit ihm auch jetzt das machen. So, hier 30, okay. Ja, aufpassen, nicht befestigter Boden. Schild. Treppe. Ach du Heiliger, wir gucken mal. Okay. Tafel. Ja, anscheinend müssen wir mit Nina dann später weitermachen, oder auch nicht. Drüber steht Tageskarte, drauf steht nichts. Entweder der Koch ist krank, oder die befinden sich gerade in der Fastenzeit. Seit, heißt es 1975 oder 1375, ich weiß es nicht. Old Stevie's Pub. So, dann hier die Tür, was haben wir hier noch, eine Flagge. Keine Ahnung, was für ein Wappen das ist. Kannst du es mitnehmen? Ja, das kann ich dir auch nicht sagen, was das ist hier. Dame mit Schirm. Es sieht so aus, als ob sie gerade eine Gastrolle in einem großartigen Abenteuer gewonnen hätte. Keine Ahnung, wie ich darauf komme. Ist so eine Eingebung von mir. Dann haben wir hier noch ein Motorrad. Das Motorrad, das ich mir am Flughafen gemietet habe. Ach, das ist deins? Okay. Verkehrsschild. Das obere ist ein Tempo-30-Schild, das untere warnt vor Straßenschäden. Ja, vor unbefestigter Barkasse sozusagen. Oder Bankett halt. So, kann man es mitnehmen? Das ist fest im Boden verankert. Aha, wir müssen es irgendwie loskriegen, interessant. Oder auch nicht, ich weiß es nicht. Schild, was ist das? Wofür wird denn da geworben? Boat Trips oder sowas. Ein blechernes Werbeschild für eine Inselrundfahrt per Boot. Bei dem Wetter finden die aber bestimmt nicht statt. Okay. Wir können das mitnehmen. Was wollen wir denn mit dem Schild? Mal gucken. So, da geht's auf jeden Fall runter. Ich würde sagen, aber wir gehen erstmal ins Pub rein. Oh, so voll? Vielleicht hätte ich reservieren sollen. Ja, hier ist eben alles frei, ne? Was haben wir hier alles? Wir haben eine Feuerstelle. Wir wärmen uns natürlich erstmal auf. Schön warm. Kannst du da was machen? Ich könnte mich da vorstellen und meine nassen Sachen trocknen. Andererseits, ich muss bestimmt sowieso gleich wieder raus.
Da kann ich mir das auch sparen. Okay. Gast? Der sabbert friedlich vor sich hin. Becher? Ein einfacher Zinnpokal. Kannst du ihn mitgehen lassen? Der schläft doch hier, oder? Ich nehme den mal an mich. Bei dem netten Herrn hier hat er seine Aufgabe ja offensichtlich schon erfüllt. Okay, interessiert doch niemand. Da wäre noch einer. Da ist ein Schlüssel. Den kriegt man wahrscheinlich nicht. Ein Schlüssel. Kann ich mir den Schlüssel mal kurz ausleihen? Nein. Ach, kommen Sie, nur 5 Minuten. Nein! Mit Rhetorik werde ich hier wohl nicht weiterkommen. Da helfen nur Taten. Nein! Ja gut, ist ja schon recht, ne? Oh, der trinkt immer aus dem Becher. Ich habe schon wieder so eine Ahnung. Vielleicht müssen wir dem irgendwie Abführmittel reinkippen. Der beste Freund des Barkeepers. Ja, er nimmt den auf jeden Fall immer an sich. Ich will dem Barkeeper nicht den Freund ausspannen. Er scheint sein bester Gast zu sein. Naja, er ist ja auch sein einziger Gast. Zumindest der einzige, der noch stehen kann. Gut, dann ist mehr hier nicht. Mit dem können wir sprechen versuchen mal. Hallo? Alles in Ordnung bei Ihnen? Der scheint nicht übermäßig kommunikativ zu sein. Vielleicht lasse ich ihn erstmal seinen Rausch ausschlafen. Ja, es wird besser sein. So, mit dem reden, mit dem Wirt. Wer nichts wird, wird, ne? Kennt man ja den Spruch. Guten Tag, schönes Wetter heute. Was? Es regnet in Strömen. Das sollte auch ein Scherz sein. Ja, lustig. Na, das kann ja heiter werden. Naja, manche Leute finden Regenwetter ja schön, ne? Ja, hier steht noch Besen, aber ich glaube, der war nicht zur Auswahl. Morangi, was ist ein Morangi? Ich bin auf der Suche nach einem gewissen Morangi. Schön. Was ich damit ausdrücken wollte, können Sie mir sagen, wo ich ihn finde? Wenn Sie den alten Ken Morangi meinen, der haust auf seiner Insel. Insel? Wie komme ich denn darüber? Mit dem Boot. Haben Sie Foley. Sitzt bestimmt unten am Wasser und angelt. Mann, also mit dem Boot. Das, was ist mit dem Typ da? Wie lange schläft er hier schon? Kommt es bei Ihnen häufiger vor, dass die Gäste in der Kneipe einschlafen? Klar. Aber Klaus ist ein ganz hartnäckiger. Den kriegt man auch so schnell nicht wieder wach. Gibt es da irgendeinen Trick? Ja, wenn man ihm was zu essen vor die Nase hält. Dann wacht er auf? Wenn er das Zeug mag, stehen die Chancen nicht schlecht. Was mag er denn so? Er ist früher zur See gefahren. Außer Fisch isst er nichts. Aha. Aber eigentlich freue ich mich immer, wenn er schläft. Dann muss ich mich wenigstens nicht wieder zu ihm setzen und mir seine ewig gleichen Seemannsgeschichten anhören. Naja, das ist halt nun mal die Aufgabe eines Wirtes, der sich auch mal hier langweilige Geschichten anhören muss, ne? Also, das ist halt Gastfreundlichkeit dann sozusagen. Gastlichkeit. Ja, also wir müssen den Fisch unter die Nase halten. Ja, ich hätte ja gesagt, der Riechsalz, der doch auch was tun. So, ja, jetzt ist dann bestimmt die Frage, wo ich einen Fisch herkriege. Ich hätte gerne einen Fisch. Ich auch. Gehe ich recht in der Annahme, dass Sie mir in Ihrer charmanten Art damit sagen wollen, dass Sie keinen haben? Natürlich. Yep. Das ist so eine dumme Frage. Oh, was ist mit der Kneipe hier? Nicht übermäßig viel los hier. Geht so. Haben Sie immer so wenig Gäste? Einige meiner Stammkunden sind tot und die Laufkundschaft war noch nicht da. Aha. Die Laufkundschaft? LKW-Fahrer, die ihre Ware zu den Märkten in den Nachbardörfern bringen. Ab und zu halten die an, trinken 3 bis 12 Whisky und fahren dann okay. weiter. 3 bis 12 Whisky? Ja, sagte ich doch gerade. Und wie oft kommen die so? Jeden Tag. Bringen Obst und Gemüse. Ich frag mich immer, wer das Zeug braucht, wenn es doch auch flüssiges Gemüse gibt. Okay, meinst du Smoothies oder was? Flüssiges Gemüse? Oder er meint Obstler? Oder so? Ich weiß es ja nicht, ne? Ja gut, es gibt auch Apfelsaft, ne? Um jetzt hier mal nicht vom Alkohol zu sprechen. So, okay, also ja, die Stammgäste sind schon tot. Ja, und neue haben sich nicht mehr eingefunden. Also es ist hier ein ganz schlechtes Nest hier, oder? Ciao. Vielen Dank für das überaus freundliche Gespräch. Gern geschehen. So, wir müssen versuchen, den Schlüssel zu bekommen. Können wir dem das Schild zeigen oder können wir das? Nee, oder den Becher geben? Ja, das wäre eigentlich eine dumme Idee. Können wir dem mit dem Schild auf den Date zauen? Auch nicht. Nee, geht nicht. Können wir vielleicht das in die...
Wenn ich schon das Schild in den Kamin lege, dann sollte es zumindest irgendeinen erkennbaren Sinn machen. Ja, das habe ich mir halt auch gedacht. Was macht das jetzt gerade für einen Sinn? Oder wie kann man das verbrennen? Nee. Kann man das? Den brauche ich nicht zu trocknen. Das hat sein Vorbesitzer schon sehr gewissenhaft erledigt. Ja, aber mit Desinfizieren, dann mal mit Hitze, ja. Das Feuer, das Handy ins Feuer schmeißen, wird ja wohl auch nichts bringen. So. Gut, dann fragen wir mal die Dame mit Schirm. Hi. Warum stehst du denn hier draußen im Regen rum? Oh, hallo. Tja, ich war mit meiner Gruppe von Adventure-Treffreisen unterwegs, aber wir haben uns leider verloren. Ich wollte nur noch mal kurz in den Pub und als ich rauskam, war der Bus weg. Oh, dumm gelaufen. Das kannst du laut sagen. Eigentlich wollten wir ja mit einem Boot einen kleinen Ausflug machen und irgendeine alte Burg besuchen. Aber bei dem Wetter finden die Rundfahrten leider nicht statt. Und jetzt kann ich nur hoffen, dass die Leute im Bus mein Fehlen möglichst schnell bemerken und gleich zurückkommen. So langsam wird's nämlich echt ungemütlich. Nachvollziehbar. Warum wartest du nicht im Pub? Nee, muss nicht sein. Der Wirt ist so unfreundlich. Ja, hast recht. Da bleibe ich lieber im Regen stehen. Außerdem habe ich Angst, dass mich meine Reisegruppe nicht findet. Ja, wenn die schlecht würfeln, wenn die dabei Aufmerksamkeit und so weiter ganz schlecht würfeln, dann wird das passieren, dass die nicht merken, dass du weg bist, ne? Und du hast wahrscheinlich bei der Abfahrt rechtzeitig kommen auch einen Fehlwurf gehabt oder so, ne? Ja, weil es halt heißt ja Adventure-Treffclub hier und so, ne? Zur Ausflug. Ihr seid also auf einer Art Sightseeing-Tour? Nein, eigentlich nicht. Wir sind vom Fabian Reibeisen Fanclub Hannover und begleiten ihn auf seiner Europatournee. Fabian Reibeisen? Ja. Ach, der Fabian ist ja so süß. Oh. Verzeih meine Unwissenheit, aber wer ist das denn? Du kennst Fabian Reibeisen? Nö. Den größten Schlagerstar Deutschlands? Nö. Ach, was sage ich, der Welt? Nein, eher nicht. Wir sind extra mit dem ganzen Fanclub angereist. Es gab da so ein tolles Angebot von Adventure-Treffreisen. Naja, jedenfalls habe ich jetzt nicht nur meinen Fanclub verloren, sondern auch meinen Freund Olli, der bestimmt schon ganz verrückt ist vor Sehnsucht nach seiner Sandrine. Ja, wohl nicht. Naja, wir waren heute Morgen auf dem Weg zum Hotel, als wir auf ein paar Umweltaktivisten der SAF gestoßen sind. SAF? Was, die kennst du auch nicht? Die Seltene Arten Foundation. Da sollte in der Nähe des Hotels ein Baum gefällt werden. Und das nur, weil die so ein blödes Einkaufszentrum genau dort errichten wollen. Ja, und? In dem Baum nistet ein äußerst seltenes Säbelzahnhörnchen. Oh, ich ahne die Dramatik. Tja, und da war ja klar, dass wir uns an der Demo beteiligen müssen. Ja, sonnenklar. Auf jeden Fall kamen da plötzlich so Leute. Ich glaube, die waren von einem Geheimdienst. Dort in dem Gerangel habe ich dann meinen Olli verloren. Und mein extrem wertvolles, pinkes und mit Edelsteinen besetztes Handy ist auch noch kaputt gegangen. Okay. Ja, es gibt so Tage... Gott sei Dank habe ich Komplettschutz. Und mein Handy wird kostenlos repariert. Hast du Glück. Leider habe ich all die Opfer völlig umsonst gebracht. Die haben den Baum einfach abgeholzt, diese kleinen, miesen... Na, wer wird denn gleich? Zumindest habe ich das Säbelzahnhörnchen noch retten können. Ich habe es adoptiert und Luigi getauft. Okay. Luigi? Warum nicht gleich Mario? Mario? Blöder Name. Wie dem auch sei. Seitdem steckt es in meiner Hosentasche und traut sich nicht mehr raus. Ja, also, was soll ich dazu sagen? Ja. Der Kleine ist so goldig. Ich glaube, ich werde ihm einen pinkfarbenen Pullover stricken, damit er nicht mehr so friert. Wenn er mir nur nicht ständig ins Bein pieken würde. Echt interessant. Ich muss dann aber auch mal wieder... Ich frag nicht weiter oder ich will mir es gar nicht ausdenken. Ja, wenn die hier das Tier in der Tasche hat. Naja, das arme Tier. Ja gut, aber klar... Da wird demonstriert und so, aber meistens bringt es halt dann doch nicht so viel, ne? Und in dem Fall auch wieder nicht. Na, okay. Das haben wir dann hier. Gut. Wahrscheinlich müssen wir mit unserem Handy hier für sie anrufen oder so. Könnt ihr mir vorstellen? Naja, gut, wir machen es mal so. Ich sehe schon wieder, wir laufen schon wieder auf die 30 Minuten zu hier. Normal wären ja 35, aber wie gesagt, ich habe auch im Moment ein bisschen wenig Zeit. Ihr wisst ja, Vorweihnachtsstress und so weiter, ne? Ja. Und ja, gut. Ich sag dann tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Lego. Bye, bye.